Ja, Servus. Sehr schade, dass wir die Pause unterbrechen müssen. Das ist immer sehr undankbar, aber die Pause war sicherlich notwendig. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an und lassen das mal noch so ein bisschen hier weiterlaufen, bis alle ihren Platz gefunden haben. Erstmal ganz kurz zu uns. Wir sind der Thomas. Der Thomas Heidenreich ist bei uns im Team Jira Senior Consultant. Er wird intern bei uns gerne auch Professor Jira genannt. Was vielleicht daran liegt, dass er es tatsächlich geschafft hat, extrem komplexe Business-Prozesse zu verstehen und es versteht, die in hoffentlich nicht ganz so komplexe Jira-Prozesse zu überführen. Und sein Wissen geht so weit, dass ich mich schon öfter dabei ertappe, auch im Alltag an ihn zu denken, dass ich mir so denke, so okay, Issue-Type, müdes Kind, Status, guckt Sandmännchen, nächster Wunschstatus, schläft. Und ich mir wünsche, kann der Thomas vielleicht eine Automation irgendwie auf die Transition bringen, dass sie die Zähne putzen? Das habe ich bisher noch nicht geschafft, aber ich sehe ihn durchaus dazu imstande. Ja, genau. Und dann sind wir beim Peter. Der kümmert sich nämlich bei uns im Team genau darum, dass hier alle Leute den Wunsch haben, das dann auch für ihre Kinder zu bekommen. Oder er redet dann gerne auch mal mit euch, was ihr denn für Probleme habt mit euren Kindern in eurem Haus und wie wir euch da helfen können. Das heißt, er spielt so das Bindeglied bei uns im Team. Von den Kundenwünschen, die dann an uns herangetragen werden, dass wir da wirklich was tun können. Genau. Und was wir euch heute zeigen wollen, ist so ein bisschen einfach mal ein Use Case. Wie das Ganze, was wir vorhin trocken gesehen haben, in der Theorie gesehen haben, jetzt mal aussehen kann. Und dann werden wir einfach mal zwei Personen spielen. Genau. Also das Ganze fängt erstmal so ein bisschen shallow an für die, die eher so aus dem Business-Bereich kommen und kann dann nachher halt eben noch deutlich mehr in die Tiefe gehen und dann noch später auch vielleicht in einer Session im Open Space entsprechend auch vertieft werden, wenn ihr euch für Konfigurationen interessiert oder so, wird Professor Jira also für euch Rede und Antwort stehen. Wir stellen uns jetzt erstmal vor, Standardsituation, irgendjemand fängt irgendwo an zu arbeiten. Also ich bin jetzt hier, Peter Weingärtner, fange an bei Seibert Media zu arbeiten und mein Manager, wie ihr bestimmt alle wisst, haben wir ein extrem hierarchisches Unternehmen und man hat mich bei der Hand genommen und gesagt, hier, du bist jetzt Sales Consultant, da musst du natürlich auch mit den Leuten telefonieren, das erwarten wir auch von dir. Insofern wäre es ganz gut, wenn du dir schon mal ein Handy bestellst. Ich denke natürlich so, yay, super, ich kriege ein Handy, da bestelle ich mir irgendwas Feines und wir sind natürlich ein agiles, kommunikatives Unternehmen, modern aufgestellt und wie Martin eben schon gesagt hat, als solches haben wir natürlich dann auch ein Social Intranet, das wir zufälligerweise auch selber entwickeln im Haus. Sollte euch das gut gefallen, nachher einfach mal mich ansprechen. Und ich gehe in unser Social Intranet, melde mich da an, normalerweise funktioniert das natürlich, alles per Single Sign-On und finde dann in meinem Linchpin Launchpad ganz zentral eben hier auch den Link zum Jira Service Desk. Und kann eben dann jetzt hier, wie mir gesagt wurde, dann mir wohl auch ein neues Handy bestellen. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich denke mir erstmal, okay, was habe ich für ein technisches Problem? Problem hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Kann man das hinten einigermaßen sehen oder soll ich ein bisschen vergrößern? Noch ein bisschen größer. Probleme habe ich eigentlich erstmal keine, aber irgendwie geht es um Telefon. Ich kann also hier mal Telefon eingeben und sehe, ach, guck mal. Ich kriege also hier schon direkt irgendwie Sachen angezeigt aus der Knowledge Base und ich kann eben Anfragen stellen, aber nur mit Handy hat das jetzt noch nichts zu tun. Gut, aber ich sitze auch auf meinen Augen offensichtlich, denn Überraschung für den AEC 2019 haben wir hier halt eben auch schon eine Oberfläche geschaffen und ansonsten finde ich auch hier alle Anfragearten. Wenn ich also in irgendeiner Form eine Anfrage starten möchte, sehe ich halt eben auch hier als Dummy-User eigentlich, finde ich mich recht gut zurecht und kann also sehr, sehr schnell finden, ja, worum sich mein Anliegen eben dreht. In dem Fall, ich will ein Handy, klicke hier also drauf und sage, okay, wie kann ich denn sowas anfangen? Ich habe hier neu angefangen, sollte man höflich sein. Ich fange mal mit einer Begrüßung an, sag mal, hallo. Und na, dann sehe ich hier, Moment mal, da poppt doch schon was auf, scheint also wieder ein Wissensartikel zu sein. Okay, vielleicht kann ich da mein Problem schon lösen, aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, wie. Naja, ich gucke es mir mal an. Konnte dies Ihr Problem lösen? Noch nicht so direkt. Also eher ein Nein an der Stelle. Tut mir leid, aber ich gehe immer weiter und sage, hallo IT, bitte neues Handy. Gleichzeitig sieht man hier auch, dass eben natürlich sich entsprechend ich immer wieder zum Self-Service angeregt werde, dementsprechend der IT vielleicht gar nicht auf die Pelle rücken muss. Aber na gut, das Handy kann ich mir doch leider nicht im Self-Service bestellen. Insofern muss ich hier also diesen Prozess weitergehen. XXL, jupp, das passt zu mir.
ich möchte gerne einen XXL-Vertrag haben, 50 Gigabyte im Monat, das scheint zu passen, weil ich will ja ganz viel mit meinen zukünftigen Kunden telefonieren. Vorgesetzter, optional, irgendwie, was steht denn da für X, bitte Ihren Vorgesetzten zur Frage, wir sind auch so ein agiles Unternehmen, wir haben noch gar keine Vorgesetzten, muss bestimmt bei uns niemand freigeben, sowas darf ich bestimmt einfach so, ich probiere es mal ohne Vorgesetzten anzugeben, was will ich denn, eigentlich bin ich ja so ein Apple-Jünger, aber von diesem Samsung S10 gelesen, da bestelle ich mir mal so eins, noch irgendwas, nur ist eigentlich relativ einfach, alles verstanden. Also ich erstelle das Ticket mal und guck mal, was passiert. Ah, okay, Thomas Heidenreich, okay, aktuellste. Da kein Vorgesetzter für den, angegeben wurde, wird dieser Antrag standardmäßig an Mike Manager weitergeleitet. Den habe ich also gar nicht kennengelernt. Ich hoffe, der ist einigermaßen cool und lässt mich meine 50 Gigabyte auch tatsächlich nutzen. Ja, und das wäre dann eigentlich so der Fall, wo ich sehe, hier ist irgendwie, hat sich der Status gewechselt, waiting for approval, und dann hoffe ich doch mal, dass dieser Thomas Heidenreich auch was auf dem Kasten hat. Ja, dann schauen wir mal, was hier so reingekommen ist. Das wollte ich jetzt nicht im Fullscreen sehen. Ich glaube, du musst in die andere Richtung. Nein, das ist schon mein Tab, so, aber... Ah, genau, da sind wir dran. Da ist ja hier von Peter diese Anfrage, hallo IT, bitte neues Handy, was will der denn? Ja, hat hier irgendwelche Knowledge Base Artikel auch aufgerufen, die ich ihm nicht nochmal gebe. Und natürlich hat er keinen Manager eingetragen. Ja, ist neu, kennt sich hier nicht aus, denkt alles wäre agil, aber bei XXL müssen wir mal gucken. Das Dumme ist, wir haben jetzt hier gar keinen. Also wir sind nur zu zweit. Will denn irgendjemand mal gerade gucken, wie das geht? Ich hätte hier nämlich so einen ganz Top-Secret-Umschlag mit Login-Daten für Mike Manager. Haben wir da einen Freiwilligen? Kannst du auch gerade hierher kommen und in dein E-Mail-Postfach gucken? Einen kleinen Applaus. Als Manager bei Cybert Media hat man es nicht einfach. Also... Genau, du hast eine E-Mail und ja, da möchte ein Peter Weingärtner ein Handy von dir genehmigt haben mit einem XXL-Vertrag. Mhm. Jawohl, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee, noch nicht, hast du mir nicht vorgestellt. Ja, das war der vom letzten Frühstück, der da aufgesprungen ist und gleich das Gedicht vorgetragen hat. Ja. Ich wusste es. Ach, jetzt ist es sogar schon voreingestellt. Ah, nee, das wollen wir jetzt nicht. Also wir sind doch heute nett. Würde ich dann nochmal zurückklicken, vielleicht oben einfach mal auf das ITSD 40. Na. Oder da direkt, ja. Jetzt sieht man, dass man kann das direkt aus der E-Mail machen. Ich muss jetzt nicht den Vorgang aufrufen, um das zu bestätigen oder abzulehnen. Ich kann direkt in der E-Mail auf Approve oder Decline klicken. Andere Möglichkeit wäre halt gewesen, wenn wir jetzt hier in der E-Mail nochmal zurückgehen. Den Request an sich anzugucken. Und dann zu schauen, was ist dann so passiert. Möchte ich das jetzt genehmigen oder möchte ich es vielleicht ablehnen? Da habe ich dann auch noch den Kontext dazu, dass der Galaxy S10 will. Ich weiß nicht, ob das jetzt was auslöst, dass du sagst, nee, das geht gar nicht. Hätte eigentlich ein Apple sein sollen. Ist okay. Ist okay, ja, okay. Gut, dann also, nochmal dir vielen Dank. Als kleines Dankeschön habe ich mit Marketing gesprochen, da ich jetzt die 50 Gigabyte im Vertrag endlich habe. Du kannst nachher in der 5. Etage dir ein T-Shirt oder ein Artikel deiner Wahl aussuchen. Gut, dann schauen wir mal, was sich hier so getan hat. Ich persönlich stehe mit den Apple-Dingern ja etwas auf Kriegsfuß, deswegen, wenn ich jetzt versuche, hier die Seite neu zu laden, stürzt wahrscheinlich das System ab. Aber ich versuche es mal mit Command-R. Das sieht gut aus, ja. Dann sehen wir, jetzt hat sich hier oben auch ein bisschen was geändert. Ich kann das Ganze jetzt hier in Progress nehmen. Sehe auch schon hier, ach, wir haben in Stock sogar ein S10 da mit ausgetauschtem Display. Ja, der Peter war eigentlich so nett mit dem Gedicht und allem. Ich weiß nicht, ob ich ihm das...
Vielleicht kriegt er auch einfach ein neues. Machen wir mal den Prozess weiter. Beziehungsweise ich frage ihn jetzt erstmal, du Peter, wie sieht's denn eigentlich aus? Du hast keine Farbe dazu geschrieben als Kommentar. Habe ich hier noch schon mal eine vorgefertigte Antwort? Die kann jeder benutzen. Und wo ist Pink, wenn man Pink möchte? Ja, Pink ist leider nicht im Programm. Solltest du bis morgen nicht antworten, bestellen wir Gelb. Gut, jetzt bin ich ein guter neuer Mitarbeiter. und sehe regelmäßig in meine Mails und werde dann natürlich wieder hier ins Portal zurückgeleitet und sehe, oh, der Thomas hat mir geantwortet, Gelb, wartet. Na gut, also ich weiß ja schon natürlich auch schon über die Ad-Mentions Bescheid, obwohl die natürlich hier jetzt gar nicht unbedingt wichtig ist. Moment mal, muss ich aber natürlich das richtig machen. Das darfst du leider nicht. Achso, darf ich gar nicht. Das ist auch schon mal gut. Also insofern, ich brauch's auch nicht, weil der Thomas wird ja sowieso gemenschen und sagt, Gelb ist okay. Na gut, dann schauen wir mal. Der möchte tatsächlich Gelb haben. Das ist super. Da kriegen wir nämlich von Samsung einen extra Rabatt, weil das sonst kein Mensch kauft. Wer will schon gelbes Handy? Gut, dann kümmere ich mich mal drum. Sehen wir jetzt, das ist auch gleich zu mir gesprungen, weil ich das hier in Progress genommen habe. Und jetzt habe ich hier oben drei Möglichkeiten zu sagen, ja, das Ganze schmeiße ich weg. Stop Processing, will ich mich nicht drum kümmern. Wer? Sag noch ein Gedicht auf. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Ich könnte das Ding jetzt hier, was mir angeboten wird, auch vom Stock nehmen. Kann hier nochmal gucken, was hat er eigentlich bestellt, das hier. Na gut, dann bestellen wir mal ein neues, nennen das Peters neues Samsung. Sehr kreativ. Ja, stimmt, da fehlt S10 in Gelb. Ja. So, das wird jetzt hier auch zu der Bestellung dazu geschrieben und ich könnte den Peter jetzt informieren und sagen, ist bestellt, kommt und wann. IT bestellt. Oh, ja, das ist die Apple-Tastatur, das funktioniert ja alles nicht. Es ist aus. Wahrscheinlich nächsten Montag. Oh Gott, ein Montagshandy. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob du jetzt dazu noch was sagen willst oder einfach warten willst. Nö, außer ich mich natürlich sehr freue, dass es approved wurde und ich hoffe, dass es bald passiert. Ja, dann gehen wir doch gerade mal zurück und dann kommt das Gerät auch an. Shipment arrived. Und dann kriegt das die Seriennummer. Was lese ich da? Das ist die 4712-0816. Und jetzt sehen wir zusätzlich zu diesem Stock-Item, haben wir jetzt noch hier eine General Information über ein neues iPhone, ein neues S10 in Gelb. Das gehört dem Peter, ist momentan bei uns in Stock und hat hier eine Seriennummer. Gut. Jetzt würde ich ihm das gerne geben. Jetzt sehe ich hier oben immer nur Stop Processing. Irgendwas muss ich vergessen haben. Schaue ich mal. Ah, da. Der wird ja auch noch diesen Vertrag haben, der hängt hier dran. Ja, ist alles genehmigt, von daher würde ich mal sagen, wir haben mal das Webinterface von der Telekom, kann ich den Contract selbst erstellen und bitte da ist auch schon der neue Vertrag für den Peter generiert und ich kann wieder zurückgehen in meine Handybestellung und sehe hier gleich Arrange Pickup. Hallo. Peter, komm vorbei. Ja. Ja, ich habe das Ganze auf meinem Privathandy jetzt noch natürlich verfolgt. Weißt, keine Privatgeräte. Ach, ja. Na gut, ich habe trotzdem die Mail bekommen und weiß jetzt also Bescheid. Aber
weil du das ja auch privat benutzen darfst, musst du dir selbst privat eine Hülle kaufen. Hast du dich drum gekümmert? Selbstverständlich, ja. Ja? Okay, das ist super. Ja, wenn das Ding runterfällt, kaputt geht, sonst was, wäre halt scheiße. Ja, klar, gut. Dann kriegst du keinen S10 mehr. Okay. Ja. Na gut, pass drauf auf, dann. Ja. Hey, Thomas, ich hab gehört, mein Handy ist da. Ja, kann ich hier. Sagen? Super, ja. Das echte S10. Ja, komm hier. Endlich da. Ah. Kannst du nicht werfen? Ja, jetzt ist kaputt. Und wir haben das 1000 Mal geübt. Und jetzt? Ja, jetzt? Du hast hier geklickt. Ich habe zuletzt berührt. Ja. Okay. Gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes also, übrig. Kannst du mal probieren, ja. Aber irgendwie. Also, warte mal. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier nochmal feststellen, dass du das hast, weil das ist nicht mehr Waiting for Customer, sondern das ist jetzt wirklich bei dir aktiv. Was du jetzt mit dem kaputten Display da machst, das weiß ich jetzt auch nicht. Also. Gut, zum Glück weiß ich es ja. Ich habe ja gelernt, wir haben dieses tolle Jira Service Desk. Ja. Und wie ihr gesehen habt, gut, zumindest bei der IT mache ich mir noch keine Freunde, aber wenn die ja nicht werfen können, ist wohl mein Handy kaputt. Naja, okay, also Spider-Man hat zugeschlagen. Ersthelfer, okay. Ich fürchte auch, das wird mir an der Stelle nicht helfen. Okay, jetzt, oh, das ist ja cool. Ich kann also hier in meine Geräte reingehen und tatsächlich ist das Gerät hier mir auch schon, der Gerät ist mir schon zugeordnet und ich sage, naja gut. Und er stellt also ein neues Ticket. Mein Handy ist leider schon kaputt und ich sehe, okay, das Ganze ist wohl angekommen, waiting for support, ich habe erstmal kein To-Do, ich kann mal wieder nur warten. Schauen wir mal. Wie immer auf die IT warten. So, was ist denn da heute alles reingekommen? Spider-Man hat zugeschlagen. Waiting, da muss ich mich nicht drum kümmern. Test, da schauen wir in diese Hardware-Defects rein. Spider-Man. Das schaue ich mir mal an, investigate ich mal. Dann sehen wir auch, das ganze Gerät ist jetzt in Service. Was? Thomas, lernen werfen. Peter, lernen fangen. Das ist echt schlimm mit dem. Das sollten jetzt nicht alle sehen. Also, bitte passt auf, wenn ihr dem mal ein neues Gerät gebt. Das sollte wirklich ein stabiles Handover sein. Ja, was machen wir da jetzt? Ich schicke das erstmal ein. Pending. Waiting on Vendor. Mal schauen, was die sagen. Allerdings wird das wahrscheinlich wieder ewig dauern. Wir kennen ja den Samsung-Service. Da ist Apple halt wirklich besser, aber die Geräte sind halt doof. Ich guck mal, was hier da ist. So, Replace from Stock. Was haben wir denn da? Alanas old iPhone. Also, wenn er es schon fallen lassen kann. Wir haben hier noch von Martin hier ein altes S4. Ich glaube, das ist genau das richtige Gerät für ihn. Dann sagen wir mal Replace. Und, was sehen wir hier schön? Dank Insight wird hier überall aufgepasst. Das dreht man jetzt in die Tonne, das ist decommissioned, weil das ist einfach nicht mehr reparabel mit dem Display. Die Kontakte sind kaputt, das ist hinüber. Und jetzt haben wir hier das neue Delivery-Item, Martins altes iPhone. Und ja, der Ball liegt wieder beim Peter, das kann er sich jetzt abholen. Gut, ich glaube, das lassen wir an der Stelle dann mal sein. Ja, also wie ihr vielleicht seht. Vielleicht hatte Martin noch eins zum Werfen. Wie ihr seht, wir haben also hier ein bisschen mal so einen groben Use Case nachgestellt, wie es halt eben ist, wenn man im Onboarding ist und kann sich halt eben bei der IT was bestellen. Und wie ihr im Vergleich zu Dominik's Talk vorher halt eben auch seht, wir haben hier schon für den Talk nachher halt eben Insight eingesetzt, weil das tatsächlich auch eins der Tools ist, das kann ich jetzt aus vertrieblicher Sicht auch sagen. Also
von allen Anfragen, die reinkommen, ist im Moment, was in irgendeiner Form größere Sachen angeht, ist es natürlich Jira Service Desk, ist gerade geschnitten Brot und irgendwann relativ direkt danach kommt auch schon Insight, also Asset Management scheint also wirklich ein heißes Thema zu sein. Insofern denke ich, dass der Thomas euch jetzt an der Stelle nochmal einen kleinen Insight geben kann into Insight, bevor nachher halt eben wirklich die Experten auch nochmal auf die größere Welt mit Insight einsteigen werden. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie wir zeitlich sind. Wir könnten noch ein, zwei andere Pfade in diesem Use Case durchgehen oder wir könnten jetzt einfach mal so Fragen aus dem Publikum beantworten. Die konkrete Konfiguration, die wir jetzt hier gemacht haben als Beispiel, würde ich dann gerne als Talk beim Open Space anbieten. Und da kommt schon ein Armin. Mit dem Fragenmikrofon. Ah. Ja, danke schön. Sehr interessant sind die Dinge, die hier eingeblendet werden. Ich kann es leider nicht ganz lesen. Sekunde, das habe ich auch gerade gedacht. Oh. Ich vermute, das kommt aus dem Insight, also Defect Device und so weiter. Genau, diese vorausgefüllten, das ist jetzt ein bisschen blöd. Formulare. Ja. Genau. Okay, das heißt, da kommt wahrscheinlich hier aus dieser Ecke noch ein bisschen mehr Information darüber, wie man das da verknüpft. Das muss, denke ich mal, nicht zwingend ein Service Desk sein, was da hinten dran hängt. Das könnte ein beliebigstes Jira-Ticket sein, dem ich so irgendwas Gesundheit einblenden kann. Verzeihung. Da kann heißt, der Thomas auch was universell einsetzbar, oder? Genau, das ist universell einsetzbar. Okay, alles klar. Praktisch die Service Desk Funktionalität ist noch so ein Aufsatz, dass man die Formulare halt auch im Service Desk benutzen kann. Ja. Wir das vorhin gesehen haben, dass der Peter halt wirklich nur sein Gerät defekt markieren kann und nicht irgendein Gerät. Ja, danke schön. Ich könnte jetzt und auch mal hier. Insight, das kann ich auch aus unserer Vertriebserfahrung sagen, ist nicht nur sehr, sehr hilfreich, eben auch Assets im IT in irgendeiner Form zu managen, sondern tatsächlich die Liste an Möglichkeiten ist extrem lang. Wir nutzen es zum Beispiel auch, wenn ihr in irgendeiner Form Anfragen anstellt, dass also auch Tickets in unserem Vertriebsablauf eben auch mit Kunden als Assets wiederum verknüpft sind. Insofern, das ist wirklich auch losgelöst jetzt von IT-Use-Cases, wobei es da eben tatsächlich so ist, dass wir die Anfragen meistens da erstmal starten und das Ganze dann wie oft halt eben auch bei Jira dann erst so in die Businesswelt halt eben überführt wird aus der IT heraus. Aber das ist wirklich sehr, sehr hilfreich an der Stelle. Und wir gehen da auch noch deutlich weiter, muss man sagen, dass auch alles, was Lizenzen und so weiter halt eben angeht, dann auch wieder mit anderen Assets, Kunden entsprechend auch verknüpft ist und so weiter. Ich komme jetzt schon wieder hier mit einer Good-Practice-Frage. Also wir haben so prototypisch Jira Service Desk inzwischen zweimal aufgebaut. Ich habe damals vor 2 Jahren auch Insight viel genutzt. Ja. War zu einem guten Teil begeistert, was ich da sehe. Zu einem Teil, wie das so ist, vermisst man immer noch Dinge. Ja. Es hat sich dann ein zweiter Entwickler dran gemacht oder jemand, der dann die Konfiguration gemacht hat. Eher Jira-Purist und hat das alles mit Issue-Types quasi die gebaut. Unterhaltung haben wir ja schon geführt. Ja, ja, ich würde aber gerne noch mal fragen, also was wären Entscheidungskriterien, den einen oder anderen Weg zu gehen, zumal ich hier gesehen habe, dass er ja zumindest auch die Stati auch aktiv nutzt, also so etwas wie einen Workflow für Insight-Objekte da drin. Genau, da gibt es jetzt keinen wirklichen Workflow in den Insight-Objekten, sondern da kann ich einfach nur harten Status setzen. Das kann ich dann aber wieder in einem Objekt, also in einem Ticket machen, so dass ich jetzt zum Beispiel bei dem Exchange, das auf die Commissions gesetzt habe. Gibt es noch Fragen, Hände? Ja. Wir haben bei uns die Herausforderung oder den Wunsch oder wie auch immer. Also ich habe mir das auch schon mal angeguckt, genau für den Anwendungsfall, den ihr auch beschrieben habt. Wenn die Leute jetzt kommen und das Ding abholen, dann gibt es immer diese Inventar-Nazis, die dann eine Unterschrift haben wollen oder wer hat denn jetzt bestätigt, dass tatsächlich auch der Peter das Handy abgeholt hat? Mhm. Ja, weil sonst schmeißt er es runter, ich habe es nie bekommen. Ja, habt ihr da irgendwie eine Lösung? Im Prinzip kann man das ja auch einfach durch die Transition machen. Das wird ja dann weggelockt, dass der Peter gesagt hat, ja okay, ich habe es bekommen. Natürlich kann jetzt jeder Admin SU machen, aber das wird ja auch gelockt vorher. Also,
da kann man darauf vertrauen. Man kann jetzt, wenn man wirklich in so einer Umgebung ist, wo alles ganz, ganz sicher sein soll, den Weg gehen, dass ich hier anfange mit Public-Key-Verfahren und dann die Transition unterschreibe. Aber ich glaube, das ist die sprichwörtliche Kanone. Also wir nutzen, sag ich mal, standardmäßig für Wareneingangs SAP, dann kommt ein Barcode mit und dann scannen die auf dem Mitarbeiterausweis quasi seinen QR-Code und so, also du zeigst deinen Mitarbeiterausweis, der piep, und dann ist quasi das im SAP verknüpft. Ja, aber da kannst halt keine Handy-Ausgabe und kein so dieses Asset-Tracking, was ihr hier macht, halt nicht lösen. Sondern haben die halt gesagt, ja, wäre geil, aber wollen halt im Endeffekt das auch schön gelöst haben irgendwie. Über der Post, Beep, abscannen oder Unterschrift oder also whatever. Im Prinzip kannst du ja dann an deiner Ausgabetheke einen kleinen Rechner hinstellen, wo sich der Peter dann einloggt und wirklich dann das Ticket in den letzten Status überführt. Und das ist ja dann in seinem User-Profil gespeichert, dass er gerade diesen Klick mit seinen Credentials gemacht hat. Und der hinter der Theke steht, kann ja sagen, wenn du den Klick nicht machst, gebe ich dir das Gerät nicht. Oder ich werfe das Gerät vorher nicht. Also sehr lebensnahe Situation, ja, wie man erkennt. Denn noch weitere Fragen an der Stelle? Dann willst du noch einmal kurz auch ganz kurz Insight kurz rein? Wie kriegt man einen Komplettüberblick über die Assets von der Verwaltungsseite her? Also wie kriege ich jetzt die Liste zu sehen, ich habe die und die Firmenhandys und das ist dem zugewiesen und dem zugewiesen und dem. Also sowas zum Beispiel, wenn ich hier meine Delivered Devices angucke, könnte ich mir das mal angucken als Liste und das ist alles viel zu voll. Das braucht kein Mensch. Das ist eher interessant. Und dann kann ich mir jetzt hier die Liste angucken von den ganzen Assets von allen Leuten. Hier sehe ich jetzt auch zum Beispiel schon, das hier ist jetzt ein Kandidat, dieses Huawei P10, das nächste Mal ausgeliefert wird, weil es schon in Stock ist und keinen Owner hat. Was grundsätzlich mit Insight auch möglich ist, da können Sini und Tommy sicher auch noch was zu sagen. Ist alle möglichen anderen Sachen anschließen. Es gibt Konnektoren zu verschiedenen Systemen, wo man auch sich bedienen kann an Informationen und die in Insight reinholen kann, um sie dann wiederum in Jira zu nutzen. Das wäre dann meine Frage hinterher an Tommy. Das habe ich nämlich nicht hinbekommen. Wir haben jetzt das hier will den was heißen. Mobile Contract und das Mobile Contract runs 24 months to set an end date there automatically for in 2 years from now. I didn't get that today. With an easy possibility. I know the complicated way, but I don't want that. What were you asking for? To create a automatic reminder or activity based on an expiry date? Yeah, to set the created date for now and then set a timeout date 24 months from now. As a default value on creation. Have you tried inside post functions? Yeah, but I have to script them. I didn't like that. Okay. We can find a way for you. I'm pretty sure we can do it. Also was ich zumindest auch aus Customer-Sicht nochmal sehen kann, was Sachen wirklich sehr, sehr erleichtert, also für die Leute, die im Endeffekt halt eben nichts mit IT zu tun haben und das Portal nutzen sollen, ich habe gesehen, man kann es auch ganz schick machen, also jetzt kann man über Geschmack streiten, aber es gibt da auch eben Add-ons, respektive Apps, wie sie ja heute heißen, die auch das Portal, man also sehr viel auch gestalten kann und es geht ja eigentlich immer ein Stück weit auch um Komplexitätsreduktion, gerade wenn man so ein System einführen will und Leute mit was Neuem arbeiten sollen, dass man das Gefühl hat, man wird erschlagen, je nachdem wie viele Anfragearten man halt eben da hat und so weiter. Insofern ist gerade die Verknüpfung mit Insight an der Stelle, finde ich, sehr, sehr hilfreich, weil es eben auch schon in dem Fall, den wir jetzt eben auch gesehen haben, die Anfragemöglichkeiten halt eben auf bestimmte Devices in dem Fall halt eben runter reduziert und die Komplexität grundsätzlich schon mal reduziert wird und ich halt eben nicht durch, was weiß ich, 1000 kaskadierende Felder da irgendwo durch muss, sondern tatsächlich nur das, was tatsächlich mir auch gehört oder worüber ich halt eben in irgendeiner Form eine Verfügung habe, dann auch direkt angezeigt wird. Das kann also durchaus, denke ich, auch für die Akzeptanz im Unternehmen einen Riesenvorteil
haben, abgesehen davon, dass für die IT in dem Zusammenhang natürlich sehr, sehr viel angenehmer ist, wenn ich nicht für ein Gerät, das ich gar nicht habe, einen Defekt melden kann. Welches Plugin habt ihr dann für die Oberfläche? Welches Plugin habt ihr für das Portal dann aktuell gerade im Einsatz und das gezeigt hier? Refined. Okay. Oh Mann, ich hätte es einfach runtergescrollt, da steht es nämlich. Nee, geht nicht. Genau, es ist also Refine Theme for Jira Service Desk. Ja, was man, glaube ich, an dem Vortrag gesehen hat, wie man die Atlassian Tools grundsätzlich schon mal gut verknüpfen kann, Confluence, Jira Service Desk, wie die zusammenarbeiten, dass es sinnvoll ist, auch noch weitere Apps aus dem Marketplace einzusetzen für viele Anwendungsfälle, bringt das nochmal einen richtigen Boost obendrauf. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass die Kollegen auch wissen, wie man das macht. Und das ist auch was, was wir eben anbieten, Beratung, Implementierung und wenn man will, das Ganze auch noch zu betreiben, wenn man keine Lust hat auf Systemadministration von Jira-Systemen. Und was ich überhaupt nicht wusste, dass wir auch Stand-Up-Comedy machen. Danke euch.